Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in unserem kleinen Dorf in Augsburg. Es hat über Nacht geschneit, es ist Winter. Ich glaube, ich muss mir dann auch erst einmal hier meine Wintersachen aus der Truhe holen. Dicke Handschuhe, die habe ich glaube ich an. Nee, doch ja, dicke Lederhandschuhe, einfache Schuhe brauche ich nicht. Den Pelzumhang nehme ich noch mit. Und das müsste es ja eigentlich dann schon gewesen sein. Jetzt ziehen wir uns gleich mal um. Und zwar, die habe ich doch schon an. Die Kappe habe ich auf. Den Gugel mit Pelzbesatz, den legen wir uns um. Die dicken Lederhandschuhe haben wir an. Ich weiß nicht, ob ich den Gugel... Ach nee, nur entweder Gugel oder Pelzumhang. Mal gucken, was das Beste ist. Ich werde den Pelzumhang anziehen. Genau, das sieht besser aus. Dann bräuchte ich irgendwann mal noch eine Filzweste oder sowas. Also auf alle Fälle mal noch. Hallo, Amelia. Was beschäftigt dich im Moment? Was? Sie hat meine Nase geklaut und in ihre Tasche gesteckt. Ich muss sie zurückhaben, sonst kann ich ja gar nichts mehr riechen. Das stinkt mir. Na ja, mach's gut. Da hat die Nase gemaust. Na da, na da. Exhausting. Who told you that? Hey, Mr. Husbandman. Ja, ja. Wie geht's unserem kleinen Königreich? Es läuft wie geschmiert. Alles klar, mach's gut, meine Liebe. So, alles klar, es läuft alles wie geschmiert. Das sieht sehr gut aus. Wir werden uns auf alle Fälle um unsere Landwirtschaft kümmern müssen. Wir schauen gleich mal in unsere Verwaltung. Auf die Felder. So, wo haben wir denn ein Feld? Wo Karotten? Hier, Feld 5 und Feld 6. Jeweils 25 Karotten reicht uns. Was anderes können wir ja jetzt im Winter, Moment, ich schnapp mir noch mal meine Liste, im Winter nicht anpflanzen. Ne, das sind nur die Karotten, die man im Winter anpflanzen kann, alles klar. Feld 5 und Feld 6, trotzdem gehe ich mal rüber und kontrolliere das, ob das auch so gemacht wird. Schau gleich mal zu den Schweinen und schau halt, ich kann doch hier gleich mal... Ich habe nämlich noch einen dritten Komposthaufen hierher gebaut. Ich habe noch Zeug im Lebensmittellager gehabt. Ich habe auch noch ein paar Pilze gesucht, die ich allein gepfiffen habe. Auf alle Fälle haben wir noch mal 254 Verdorbenes. Das heißt noch mal 25 Dinger. So, das wiegt hier 30 Kilo. Das kann ich noch schleppen. FEF. Und da schauen wir mal, hier sind auch noch mal 30 Kilo drin. Ja, das können wir auch tragen. FEF, das nehmen wir gleich alles mit rüber und verarbeiten das gleich zu Dünger. Und in der Scheune werde ich jetzt einrichten, damit die aus Dung den Dünger produzieren. Ich glaube, jetzt werde ich auch nicht mehr so groß die Komposthaufen bestücken. Das können wir uns, glaube ich, jetzt langsam sparen. So, wir gehen gleich mal rein in die Scheune, machen wir ein bisschen Dünger. Dann können wir die auch noch, die vier Komposthaufen auch noch leer machen. So, wir gehen gleich mal hier ran. Nee, halt, den hier will ich. HEF aus. 143 Dinger können wir machen. So, gut. I love the smell of fertilizer in the morning. Kaufen wir gleich weg. Da werden wir auch gleich sehen, was wir an Dung da haben. Und 52 Dung, das sind auf alle Fälle 26 Dünger.
Und wir haben jetzt FEF. Wo ist jetzt mein Dünger? Ist weg. Dünger. 505 Dünger haben wir jetzt drin. Das sieht schon mal ganz gesund aus. Und jetzt werden wir nämlich gleich noch hier diese 4 Komposthaufen leer machen. Und schauen, was wir hier drin haben an Verdorbenen. Mal schauen, was wir hier am Verdorbenen zu haben. 5 Stück, alles klar. F, E, F, das nehmen wir gleich mal raus. Und fangen hier hinten an dem Haufen. 30 Kilo. F, E, F. Auch auf. Ja, da könnten wir doch den ja vielleicht auch noch mitnehmen, oder? Nochmal 30 Kilo, mal sehen, ob wir das wegkriegen. Aber gerade so, dass wir uns noch bewegen können. Komm, geh mal. Oh, hey. Siehst nicht, dass ich schwer trage. Alter, ehrlich. Rotznasen. Ja. Okay. 240 Dünger können wir jetzt machen. So, und das schaffen wir jetzt gleich nüber. Neues Level Landwirtschaft. Sieht doch gut aus. Wir schauen aber gleich auch noch mal nach dem Tierfutter. Nicht, dass unsere Schweine hier verhungern, weil wir das nicht im Griff haben. Da oben. 240 Dinger kommen dazu. F, E, F. Wie viel haben wir jetzt drin? Dünger müssten ja über 745 mal Dünger. Das sieht schon gesund aus. Was habe ich noch an Verdorbenen dabei? 3. Okay, das schaffen wir nachher wieder ins Lebensmittellager. Wir wollten doch, genau, halt. Wir schauen auf Feld 5. Ah, da hinten wird schon gesehen, wie es aussieht. Ah ja, es wird schon bearbeitet. Super, super, alles wird hier bearbeitet. Karotten. Karotten, perfekt. Und die werden dann im Moment im Sommer geerntet, genau. Die werden im Sommer geerntet. Die zwei Felder werden wir auch so belassen mit Karotten. So. Das sieht ja eigentlich alles sehr friedlich und normal aus und gesund aus, sage ich mal so. So, dann werden wir sehen, ob wir hier hüben noch irgendwo Tierställe aufbauen können. Denn wir haben noch Hühnerstall. Auf alle Fälle bräuchten wir da auch noch Häuser dazu. Aber wir können ja auch Häuser hier oben hinstellen. Hier hoch können wir ja auch Häuser stellen. Ist ja nicht das Problem. Wir müssen ja nicht alles nur hier unten hinbauen. Da bauen wir mal was. Wir versuchen mal versuchsweise eins hierher zu setzen. Wie das aussieht. Also, Y. Bei mir ist es Y, bei euch ist es was anderes. Und einfaches Haus. Also, da steht zwar ganz schön auf Stelzen, das Ding. Na, so richtig gefallen tut mir das nicht, muss ich euch ehrlich sagen. Was uns eigentlich noch fehlt,
Wir machen das weg. Das ist eine Art Terraforming. Das wird das hier noch ein bisschen. Zum Beispiel würde ich vorschlagen, dass wir das hier zum Beispiel, wenn wir das Haus hier hersetzen wollen, dass wir das Terrain ein bisschen abschachten können und durch eine, heute würde man sagen, Trockenmauer oder Art genauso eine Trockenmauer den Hang abfangen können. Das wäre dann ideal. Ich meine, das ist ja nicht eine Erfindung, ist ja keine Erfindung der Neuzeit, solche Trockenmauern. Ja, und das hat es früher schon gegeben. Gut, aber wir haben nach dort hinten haben wir noch eigentlich noch relativ viel Platz. Wir können auch landwirtschaftliche Gebäude noch drüben bei uns bauen. Also ist nicht so, dass wir nur halt den Schweinestall, den hätte ich schon gern hier hüben, weil da der Dung produziert wird. Schauen, wie es da drin aussieht, der Schweinestall, ob es wirklich ein Schweinestall ist. Na, ich sehe schon wieder, da liegt schon wieder der Scheiß rum. Ah ja, liegt schon wieder der ganze Dreck hier rum. Früher haben wir das mal, hat das mal alles funktioniert. Das ist zwar so gewollt, aber naja. Mir gefällt es nicht. Früher waren die Ställe immer sauber, weil die Mitarbeiter hier das Zeug selbstständig rausgeräumt haben. Ob die das hier auch selbstständig rausräumen, ich weiß es nicht. So, also, wir schauen jetzt auch mal den Dung, haben wir jetzt hier rein. 38 Mal. F, E, F. Dann gucken wir hier mal nach dem Tierfutter, wie es hier aussieht. ST, Tierfutter haben wir 73 Mal. Das sieht eigentlich ganz gesund aus, muss ich sagen. Sieht eigentlich ganz gesund aus. So, jetzt gehen wir nochmal in unsere Verwaltung. Schauen nochmal in unsere Häuser, in die Landwirtschaft, in die Scheune. Was? Kein Material? Was haben die kein Material? Ach, das wird doch, weil wieder irgendein Getreide fehlt. Alles klar. Dünger aus Verdorbenen. Alles klar, das nehmen wir runter. Dann machen wir null draus. Wir haben ja nichts Verdorbenes mehr. Und ihr macht jetzt Dünger aus Dung. Das drehen wir hoch. Liegt noch irgendwas an, was die jetzt im Winter machen können? Nee, eigentlich nicht. Tierfutter gehen wir mal auf 20% hoch. So. Und 80% oder 25% machen wir. Genau, und 75% Dünger. Perfekt. Alles andere, was das so anfällt, da können wir ja mal Hand anlegen. So, wie sieht das hier gewichtsmäßig aus? 3400 haben wir rund drin. Was können wir denn wieder rausräumen? Ich denke mal, wir können schon wieder Steine oder sowas rausräumen. Schauen wir mal. Kalkstein eigentlich nicht. Kupferbahn, Kupfererz. Steine. 480 Steine haben wir schon wieder drin. F, dann haben wir mal ganz gekonnt. 400 raus. Bestätigen. Halt. Na, das war jetzt nicht der Hit, was ich gemacht habe. Gut, dann machen wir es halt so rum. Ich schmeiß die Steine hier her. Nix. So, Gott. Ich nehme die auf. Und die schmeiße ich jetzt nochmal hier daneben. Da liegen jetzt 1400 Steine, liegen da jetzt hier. So, alles klar. Wir schauen jetzt rein, was haben wir zu verkaufen. Bronzespitzhacke nicht, Dung nicht. Dünger, Eimer. Die Eimer
trotzdem noch relativ schwer. Aber die Produktion haben wir eingestellt. Eine Fackel brauche ich wieder. Einfache Säckchen. Eisenbahn, Eisenerz. Holzschalen, das bringt uns auch nicht viel, wenn wir das verkaufen. Aber ich nehme mal diesen Quatsch mit. F, die Holzsperre. Damit das Lager mal leer wird. Wieso ist hier meine Hose drin? So ein Quatsch. Kohlensamen Kupferband. Nee, das tun wir nicht verkaufen. Kupferhammer. Ah, nicht Kupfersichel. Da produzieren sie ja welche. Das bringt uns ein bisschen Geld. Also nehmen wir mal F. 7 Stück nehmen wir mal mit. Was habe ich denn noch drin, dass das so schwer ist? Was habe ich denn dabei? ...45 Holzstämme. Schnappt F, E, F. Die brauche ich auf alle Fälle brauche ich die nicht. Gut. So, wir nehmen das Leder noch mit und machen noch ein paar Beutel. Genau. Und wir begeben uns jetzt auf den Weg nach Piastovia, um zu schauen, was wir für Quests im Winter abfassen können, was wir da machen können. So, wir schauen nochmal. Ja, wir tun das Handwerkeln. REF 64 einfache Säckchen machen wir jetzt. Und die verkaufen wir. So, gut. Jetzt geht's auf nach Piastovia. In Bogenlämmer in der Hand. Und wir gehen ja gleich mal querfeld ein. Ah, ich sag's immer wieder, so eine schöne Winterlandschaft hier. Ich wollte doch noch was anderes schauen. Verwaltung. Schauen wir mal in unsere Häuser rein. Einfaches Haus. Also, wir können noch zwei Mann mitnehmen. Also zwei Frauen, denke ich mir, können wir noch mitnehmen. Schauen wir rein, da ist der Albrecht drin mit 27, genau. Und hier ist drin der Gerald mit 22. Also, noch zwei Mädels können wir mitbringen. Sofern das unsere Reputation zulässt, dass unsere Häuser voll sind. Und einen Job finden wir für die immer. Wenn nicht, schaffen wir einen. Obacht geben, wir haben wieder neue Jahreszeit, ob sich da drüben wieder irgendwelches Gesocks rumtreibt. Wir schauen auch gleich mal. Scheint ja im Winter scheint nichts los zu sein, oder? Ja, alles verlassen, wie es aussieht. Keiner da. Finden wir hier überhaupt wieder neues Loot? Beim letzten Mal, wo die Banditen hier waren, haben wir gar nicht geschaut, ob die wieder irgendwas haben liegen lassen.
Jetzt ist es alles leer. Gut. Hier oben wird dann auch nichts sein, glaube ich nicht. Die ist auch leer, die Truhe, alles klar. Gut, geht's weiter nach Piastovia. So, wie alt waren unsere Jungs? Die waren 22 und 27. Mädels sitzen da, alles klar. Wer ist das? Das ist Stanislava. Hello. Die ist 20, alles klar. Have a good day. Stanislava, und wer bist du? Die Bieselava. How can I help you? 26. Die können wir doch eigentlich mitnehmen, take care, oder? Wer ist das da hinten? Water and some firewood. How do you Inga, take your roof over my head, 22. Of course. Good luck. Am I too demanding? Gut, dich nehme ich mit. Bin gerade dabei, neue Siedlung. Großartig, sehen wir uns dort. Und dich nehme ich auch mit. Großartig, sehen wir uns dort. Alles klar. Also haben wir für unsere zwei Jungs schon eine Partnerin gefunden. Die werden einfach verheiratet. Und das ist gut. Da gibt es keine Diskussion. Die haben sich dem zu fügen, was ich den verschaffe. So, alles klar. Jetzt wollen wir hier noch was verkaufen. Ja, ja, gut. How do you do? Zeig mir deine Ware. Ich habe auf alle Fälle ein Holzspeer für dich. F. Den kriegst du auch noch. Dann habe ich ein paar Kupfersicheln für dich. Perfekt. 17 Stecke, die habe ich auch noch einstecken, die kannst du da kriegen. Und die drei verdorbenen, die gebe ich dir. Ah, das kannst du behalten, brauche ich nicht. So, habe ich noch was hier drin? Ne, eigentlich nichts weiter. Gut. Best prices in the area. Da, ich habe doch eigentlich noch Section gehabt, oder? Da fragen wir noch einmal. Zeig mir deine Ware. Nochmal, habe ich nicht einfache Section gehabt? Ja. Geld hat sie noch genug. F, E, F. Gut. Trade is in my nature. Leb wohl. Take care. Neues Level Diplomatie. Ich glaube, mit dem Level, je höher unser Level der Diplomatie ist, je mehr, je bessere Preise kriegen wir, haben wir auch beim Verkauf. So, ich habe sowas gelesen. Ich glaube, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Diplomatie, man soll die nicht außer Acht lassen. So, die Anschlagstafel. Rabiater Rammler. Zwei Kaninchen sollen wir da jagen. Das müssen wir mal aufschreiben. Na gut, den müssen wir ja annehmen und dann können wir den erfüllen. Den müssen wir annehmen. Erst annehmen, dann erfüllen. Geh hacken. Hier, Kupferhacke, Bronzehacke. Also, wir brauchen 5 Kupferhacken. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Hacke brauchen wir 5 und Bronze brauchen wir 6. So, dann haben wir Grabräuber. 13 Säckchen. Säckchen. Keine einfachen Säckchen. 13 Säckchen und eine Bronzeschaufel. Eine. Dafür gibt's Weizenkorn und Dynastie. Und hier oben gibt's 2071 Münzen und 700 Dynastie. Und bei einem Rammler gibt's 1400 Dynastie und 213 Münzen. Süre Sense.
eine Bronzesense. So, da gibt es 429 und auch 700 Dynastie. Alles klar. So, dann gehen wir erstmal wieder nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg werden wir mal, denke ich, noch so ein Elch jagen. So. Sonst gibt es hier zurzeit nichts bei uns zu tun. Nein, wir geben jetzt unseren Moment. Unseren Mädels, die wir geholt haben, den geben wir jetzt gleich mal eine Unterkunft. Und zwar gehen wir in die Häuser rein. Und da haben wir dieses Haus. F. Lernslot zuweisen. F. Und da haben wir die Biselava. Die 26, die passt zu dem. Alles klar, bestätigen. Und jetzt schauen wir in das andere Haus hier rein. F, das ist der Geralt. Lernslot zuweisen. Halt nochmal. F, stimmt schon. Da haben wir. Wo ist er? Wo ist er? Die Stanislava. F. Bestätigen. Gut. Das ist voll, das ist voll. Genau. Jetzt haben wir sie alle voll. Die Häuser. Und wir gehen jetzt nach Hause. Pfeil und Bogen in der Hand. Und wo ist der Geweihträger? Ja, dort ist er. Der weiß, was ich vorhab. Der blitzt schon wieder, der haut schon wieder ab. Ja, schön erwischt. Wieder. Der ging vorbei. Jetzt hat's ihn erlegt, jawohl. So. Oh, hat aber. Das sieht aus wie ein Igel. Nee, nee, sind doch alle fünf, haben sie getroffen. Guck an. Selbst der, wo ich gesagt habe, der ist vorbei. Nee, den haben wir auch getroffen. Und weiter hinten, kurz vor unserem Dorf, haben wir noch so einen Geweihträger. Den holen wir uns auch noch. Ich glaube nicht, dass hier irgendwelche... Nein, hier liegt kein... Ja, von denen immer jemanden zu jagen, ist erstmal im Moment, wie soll ich denn sagen. Wenn die dann alle auf einer Meute sind, welchen hast du getroffen? Und so ein Geweihträger, der sticht ja wohl aus der Meute raus. Es tut mir zwar leid. Um die Kühe, dass wir den ihren Bullen abschießen, aber naja, nützt ja nichts. Wir gehen auch dem einfachen Weg. So. Den haben wir schon erwischt.
Komm, fall um. Der war vorbei. Der war eindeutig vorbei. Der hat sich auf die Pfeile drauf geschmissen. Wollen sie nicht wiederfinden. Egal. Wir nehmen den auf, wir brechen den erstmal auf. So, das war's. Erfolgreiche Jagd. Heute 3 Steinpfeile haben wir wiederbekommen. Und ich gehe jetzt nach Hause, liefer mein. Oh, was ist jetzt? Oh, habt ihr das gesehen? Die Rache der Wildnis. Jetzt werde ich hier von dem Wiesent angegriffen. Oh. Flinke Füße, flinke Füße, flinke Füße. Ich hab denen doch gar nichts getan. So ein blödes Viech. Oh, das ist aber gerade noch mal gut gegangen. Da unten ist... Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin falschen Weg. Ich bin falsch abgebogen. Alles klar. Ich bin zu früh abgebogen. Bin ich ins Wiesentgebiet geraten. Alles klar. Ich bin schmutzig. Ja, ja. So, alles klar. Ich liefere jetzt mein Fleisch ab und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar, meine Freunde. Tschüss.